Eindrücke, die unsere Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Hin- und hergerissen sein zwischen Widersprüchen. Willkommen bei Nix wie raus und dem zweiten Teil unserer Nepal-Reise. Auch wenn für die meisten diese Region ausschließlich für Trekking der anspruchsvolleren Art steht, möchten wir ihre Neugier wecken für eine weniger aufreibende Entdeckungstour. Ausgangspunkt ist auch heute wieder Kathmandu. Von der Hauptstadt aus geht es heute zu der Königstadt Pathan, nur durch den Fluss Bagmati von Kathmandu getrennt. Und zu den Heiligtümern von Bodnath und Pashupatinath. Doch zunächst einen Ausflug zu dem ältesten und bedeutendsten Heiligtum Nepals, dem Stupa von Sayambhutnath, oberhalb von Kathmandu gelegen. Stupa in seiner ursprünglichen Form ist ein runder Erdhügel und symbolisiert den buddhistischen Kosmos. Später wurde auf die Spitze des Hügels ein Turm mit den alles erkennenden Augen Buddhas gesetzt. Der Stupa zählt übrigens zu den ältesten Zeugnissen der Architektur auf dem gesamten Subkontinent. Den schönsten Blick über Kathmandu hat man von Sayambhutnath. Auf einem Hügel im Westen der Stadt befindet sich eines der wichtigsten Heiligtümer des Kathmandu-Tales, die Stupa von Sayambhutnath. Doch bevor man in den Genuss dieser Aussicht kommt, müssen entweder 231 Stufen bezwungen werden oder man fährt mit einem Taxi von der anderen Seite nah an die Stupa heran. Das Heiligtum ist so alt wie die Welt, sagt man, und die Stupa selbst wurde im 14. Jahrhundert gebaut. Unter dem reich verzierten, turmartigen Aufbau blicken die Augen Buddhas in die vier Himmelsrichtungen. Die Gläubigen gehen in Gebete versunken im Uhrzeigersinn um die Stupa herum und drehen dabei die vielen Gebetsmühlen mit der Inschrift des heiligen Mantras. Om Mani Padme Hum, Ehre sei dir, du Juwel in der Lotusblüte. Die Mönche leben gleich neben der Stupa in einem tibetischen Kloster, dem auch eine Mönchschule angegliedert ist. Nach dem Abstieg, noch einmal vorbei an Gebetsmühlen, lohnt sich ein Blick nach oben, bevor man entweder zu Fuß oder für etwa 50 Rupien, das entspricht etwa 1,50 Mark, mit einem Taxi den Weg nach Kathmandu antritt. Taxis in Kathmandu haben alle eine Uhr, die auch eingeschaltet sein sollte, weil es sonst zu unendlichen Preisverhandlungen kommt, die selten zugunsten des Touristen ausgehen. Der von hier nächstgelegene Stadtteil Kathmandus ist das Touristenviertel Tamil. Hier treffen sich Individualisten aus allen Ländern dieser Erde in Cafés oder in Restaurants, die Speisen aus der ganzen Welt anbieten. Selbst Sauerbraten, Wiener Schnitzel und Wurstplatten sind hier zu haben, bevorzugt aber indische und chinesische Speisen, seltener nepalesisches Essen. Das liegt wohl daran, dass viele Trekkingtouristen sich hier nach ihrer Tour für ein paar Tage aufhalten und mal wieder etwas anderes zu sich nehmen wollen. Souvenirs werden in den kleinen Läden im Überfluss angeboten. Bedruckte Tücher, allerlei Silberwaren, hauptsächlich Schmuck und auch Edelsteine kann man mit etwas Handeln zu günstigen Preisen erstehen. Beim Bummeln überraschen exotische Bilder an jeder Straßenecke. Kolishimal, ne? Kesir sarbeshona.
Dörbermark. Die große Straße führt zum Königspalast. Freunde der buddhistischen Tanka-Malerei können sich hier in einem kleinen Geschäft über diese Kunst informieren. Ein Tanka guter Qualität muss sehr fein gemalt sein, sagt der Inhaber. Schauen Sie sich das Gesicht hier an, die Augen und die Nase. Daran können Sie den Unterschied zwischen guter und schlechter Qualität erkennen. Then you see, you can find out the difference between good and bad quality. In der nahegelegenen Werkstatt kann der potenzielle Käufer den Malern bei der Arbeit zusehen. So you see how they're done. It's color. They're doing the colors here. And also it's the people. An einem Bild dieser Größe arbeiten die Künstler einige Monate. Die Herstellung von großen Bildern nehmen auch Jahre in Anspruch und kosten dann mehrere tausend Mark. Die Maler sind zwar mit etwa 200 Mark im Monat vergleichsweise gut bezahlt, aber zu mehr als einem sehr einfachen Leben reicht es nicht. Diese handgemalten Meditationsbilder werden in zahlreichen Varianten und natürlich auch sehr unterschiedlicher Qualität angeboten.